So sieht ein Waffendealer aus. Und bei ihm, wenn ihr E drückt, könnt ihr euch dann sozusagen eine Bombe kaufen. Jetzt könnt ihr das ganze Gold und Geld einsammeln. Notruf Hamburg hat ein neues Update veröffentlicht, und zwar das Bank Robbery Update. In diesem Video schauen wir uns an, wie man die Bank ausraubt, was man also dazu braucht und wo die Bank überhaupt ist. Ich würde sagen, let's go. So, ich bin jetzt hier in-game, ich bin irgendwo random gespawnt, ist aber nicht so schlimm. Ich renne mal zu meinem Auto. Das müsste nämlich da hinten sein, das Auto. Wir spawnen auch gerade ganz zufällig vor der Bank. Das ist ganz nice, bringt mir aber leider nicht so viel, da ich noch nicht ein gewisses Item habe. Wo ihr das bekommt, zeige ich euch auch gleich. Also, wo die Bank ist, können wir ja jetzt schon mal beantworten. Die ist in der Innenstadt, kann man vielleicht sogar sagen. Wenn ihr aber keine Ahnung habt, es gibt Waypoints. Da könnt ihr dann Bank hier einstellen und zack, da kommt ihr dann einfach dahin. Wie gesagt, es ist hier in der Innenstadt. Aber man kann jetzt nicht einfach so in die Bank reinspazieren und zack, man hat Geld. Man braucht nämlich, um in den Tresor zu kommen, ein Dynamit bzw. eine Bombe. Wir schauen uns das auf jeden Fall dann an. Es funktioniert wie folgt. Also, man kriegt keine... Das war nicht so gut. Da tut mir leid, ich hoffe, die Polizei ignoriert es. Ihr müsst nämlich zu einem Waffendealer. Dieser Waffendealer kann euch dann eine Bombe sozusagen verkaufen, die ihr dann vor den Tresor placed. Ich suche jetzt erstmal einen Waffendealer auf. By the way, schreibt eure Spots in die Kommentare, wo ihr also den Waffendealer immer findet. Ich habe, glaube ich, auch einen Spot. Ich hoffe, da ist einer. Hier im Toolshop, by the way, könnt ihr keine Bombe kaufen. Mein Waffenspot, also da, wo man den Dealer häufig antrifft, ist gegenüber des Auto, also des Autohauses. Das ist dann, ich kann es jetzt nicht zeigen, weil ich keine Maus habe. Ich blende irgendwie einen Kreis oder einen Pfeil ein. Da ist dann irgendwie in manchen Lobbys ein Waffenverkäufer. In dem Fall, in dieser Lobby halt leider nicht. Wie gesagt, schreibt eure Spots in die Kommentare, wo ihr am häufigsten Waffen Dealer findet. Ich muss jetzt erstmal einen suchen. Ich denke mal, die sind nicht so auffällig gespawnt. Also wir müssen mal ein bisschen gucken, dass wir vielleicht mal unter einer Brücke gucken oder ähnliches. Aber hier in der Innenstadt vor allem denke ich, dass hier keiner sein wird. Oh doch, da ist einer. Tatsächlich ist da einer. Wir dürfen natürlich uns nicht erwischen lassen beim Kauf, weil sonst könnte uns die Polizei, glaube ich, direkt arresten. Jetzt wird es auch, glaube ich, hell, weil die Lichter ausgehen. Also, so sieht ein Waffendealer aus. Der leuchtet grün und bei ihm, wenn ihr E drückt, könnt ihr euch dann sozusagen eine Bombe kaufen, die 1600 kostet. Also, ja, die kaufe ich mir jetzt mal und zack. Jetzt habe ich auch schon einen Stern, das heißt, ihr müsst da aufpassen. Ab jetzt könnt ihr verhaftet werden. Ab geht's jetzt zur Bank. Da ist die Bank. Und ja, wie funktioniert das Ganze? Also, ihr müsst aufpassen, dass ihr, wie gesagt, von niemandem erwischt bzw. gesehen werdet. Wenn das hier grün leuchtet, dann ist es sozusagen das Symbol, dass ihr die Bombe hier placen könnt. Jetzt müsst ihr noch einmal linksklicken und zack. Jetzt könnt ihr das ganze Gold und Geld einsammeln. Ihr kriegt das Geld nicht so wie in Jailbreak, sondern ihr müsst es verkaufen. Ich würde sagen, das reicht. Die Feuerwehr ist zum Glück nur da. Deswegen, ich hau jetzt schnell ab. Also, wir gucken mal ganz kurz in mein Inventar. Wir haben nur Gold, kein Geld. Das heißt, das Geld kriegt man wahrscheinlich direkt aufs Konto, oder? Hier kann ich es sehen, oder was? Stolen Money, okay, nice. Das Gold müsst ihr dann beim Waffendealer verkaufen. Das ist, glaube ich, kein Polizist, deswegen kann ich hier ohne Sorgen zum Waffendealer. Und jetzt kann ich hier Sell Item drücken. Ein Goldbarren ist 700 wert. Und zack, so habe ich jetzt auf die Schnelle schon sehr, sehr viel Geld gemacht. Lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da, wenn ihr mehr von Notruf Frankfurt sehen wollt. Bis zum nächsten Video. Ciao.